Ich fürchte, es sieht nicht gut aus. Wie meinst du das? Du kannst es dir ja selbst ansehen. Ich kann nichts sehen. Nimm das offene Auge, Frank. Was bedeutet wiederum? Wiederum. Ein Adverb. Bedeutung. Ein weiteres Mal. Erneut. Wieder. Beispiel. Am Abend hatten wir wiederum eine Aussprache. Ähnliche Wörter. Abermalig. Abermals. Aufs Neue. Ein weiteres, zweites Mal. Erneut. Neuerlich. Noch einmal. Nochmalig. Nochmals. Von Neuem. Wiederholt. Zum zweiten Mal. Neuerdings. Darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist, und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals den Grund legen mit der Umkehr von den toten Werken, mit dem Glauben an Gott, mit der Lehre vom Taufen, vom Händeauflegen, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. Das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Abermals, aufs Neue, ein weiteres, zweites Mal, erneut. Luther 1912. Wiederum zu erneuern zur Buße, als die sie selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und für Spott halten. Schlachter 2000. Wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Elberfelder CSV. Wieder zur Buße zu erneuern, da sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen. Menge Bibel. Noch einmal zur Sinnesänderung zu erneuern, weil sie für ihre Person den Sohn Gottes von Neuem kreuzigen und ihn der Beschimpfung preisgeben oder ihren Spott mit ihm treiben. Neue Genfer Übersetzung. Ist es unmöglich, ihm erneut zur Umkehr zu verhelfen? Mit seinem Verhalten kreuzigt er ja zu seinem eigenen Verderben den Sohn Gottes noch einmal und setzt ihn von Neuem der öffentlichen Schande aus. Züricher Bibel. Unmöglich ist es, diese zu einer erneuten Umkehr zu bewegen. Sie kreuzigen sich den Sohn Gottes noch einmal und stellen ihn an den Pranger. Hoffnung für alle. Für all diese Menschen,
ist es unmöglich, wieder zu Gott zurückzukehren, wenn sie sich bewusst von ihm abgewendet haben und ihm untreu geworden sind. Ihre Untreue würde nichts anderes bedeuten, als dass sie den Sohn Gottes noch einmal ans Kreuz schlagen und ihn dem Spott seiner Feinde ausliefern. Hier ist hier ein Mensch, der gottlos ist, überführt worden. Er hat Dinge erkannt, biblische Wahrheiten. Er ist erleuchtet worden in seinem Herzen. Er hat Anteil gehabt, er hat etwas geschmeckt, hat aber noch nicht Buße getan. Er hat noch nicht seine Sünden bereut. Was bedeutet wiederum?